Lieber Magister Lesacher, jetzt sage ich es doch, meine Damen und Herren, es ist, wie gesagt, verrückt, dass man jetzt als Vortragender nicht mehr weiß, welche rechte Ansprache man verwenden darf bei den 72 Geschlechtsidentitäten, die es zwischenzeitlich gibt. Es ist auch verrückt, dass Sie hierher gekommen sind. Ich mache ja nichts anderes, als Geschichten zu erzählen. Wir Psychiater sind ja im Prinzip immer Geschichtenerzähler gewesen, und das ist erstaunlich, denn die Konkurrenz wäre ja groß mit Fernsehen, mit Streaming, mit Computer, mit vielen Vergnügungen und Partys und Ähnlichem. Und wie gesagt, hier wartet, glaube ich, gar nichts Sensationelles auf Sie. In meinem Beruf des Psychiaters, für den ich mich immer entschuldige, weil er ja angsteinflößend ist, also für mich ist er schon der Schönste der Welt, aber ich weiß schon, er hat nicht so ein gutes Image. Aber hier hat es jetzt über viele Jahrhunderte hinweg keine wirklichen Behandlungsmethoden gegeben. Es gibt zwar beispielsweise diese Berichte, das finde ich auch etwas ganz Verrücktes, dass der Kaiser Caligula, der war ja verrückt, war also geisteskrank. Und den hat man damals schon mit Elektroschocks behandelt. Und wie hat man das gemacht? Indem man eben ägyptische Zitterwale geholt hat, die einen Mordstromstoß für sich geben. Und wie man das jetzt technisch genau durchgeführt hat in der Badewanne, oder das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat man ihm also so einen Elektroschock verabreicht über den Fisch. Und dadurch ist er dann wieder für einige Zeit normal geworden. Also nichts anderes machen wir auch heute mit den Elektroschocks. Also in meiner Geschichte gibt es viele, viele Verrücktheiten. Ich habe mal einen Chef noch erlebt in den Erzählungen, zumindest. Damals waren die psychiatrischen Anstalten waren immer also große Gehöfte mit Wald und Wiesen und Acker und so weiter, damit man Arbeitstherapie im damaligen Sinn machen könnte. Und da hat es einen Chefarzt gegeben, der ist auf dem Pferd zur Visite gerichtet. Also das hätte ich den Ärzten und denen auch einmal gegönnt. Und der hat einen Hund bei sich gehabt, und der Hund, der hat erschnüffelt, welche Krankheit letztlich die Patienten gehabt haben. Also der hat offensichtlich, ich weiß auch nicht genau, wie das gegangen ist, aber auf jeden Fall der Chefarzt auf dem Pferd mit dem diagnostischen Hund hat damals sozusagen die Therapie betrieben. Und so gäbe es viele, viele, viele Geschichten. Entschuldigen, wenn ich gleich schon anfange damit. Einen Chef habe ich gehabt, der hat uns immer also nicht beibringen wollen, wie man Diagnosen macht mit Röntgenaufnahmen und mit Computertomographen und mit DEG und allen diesen Dingen, sondern er hat gesagt, ein guter Psychiater kann die Diagnose anhand des Händedruckes des Klienten sozusagen so stellen. Also der Schizophrene schiebt die Hand dann weg, der Alkoholiker hat eine feuchte Pfote, wie man so schön sagt, warm, feucht, zitternd, der Kokainist hingegen kalt, nicht feucht, zitternd und so weiter und so fort. Der Neurotiker und der Ängstliche klammert sich fest, also passen Sie auf, wenn Sie jemandem die Hand geben, da werden Sie gleich diagnostiziert. Aber was ich damit sagen wollte, früher war es in der Psychiatrie eben so, dass der Klient oder der Patient dem Psychiater oder dem Schamanen oder dem Medizinmann seine Geschichte erzählt hat, in der eben das Problem enthalten war. Und es war dann eine Aufgabe, psychotherapeutische Aufgabe, dass der Therapeut für sich aus eine Geschichte bringt oder erfindet, in der die Lösung dieses Problems enthalten ist. Wenn das nicht funktioniert hat, dann hat sie manchmal den Kopf gekostet, in Tausend und einer Nacht zumindest war es so. Aber auf jeden Fall das Erzählen, die sprechende Medizin, ist auch heute noch im Zeitalter der stechenden Medizin, denke ich mal, von einer gewissen Wichtigkeit. Der Herr Lesacher hat es schon gesagt, wir leben ja derzeit wirklich in Umbruchzeiten, in verrückten Zeiten, könnte man auch sagen. Wir haben Krieg fast mitten in Europa. Es gibt Klimawandel mit Dürreperioden und den orkanartigen Unwettern und den schneearmen Wintern und den Skisportgebieten, wo alles in Grün ist, nur ein weißes Band noch von der eigentlichen Funktion zeugt.
Wir haben eine immer noch nicht ganz enden wollende Pandemie. Jetzt wird ja hauptsächlich Long-Covid diskutiert und welche Langzeitfolgen hat diese Pandemie auch für die Zukunft. Das Problem der Teuerung, der Inflation, nicht der errannte Höhe. Und wir müssen ganz selbstkritisch zugeben, dass selbst professionelle Zukunftsforscher und leidenschaftliche Weltuntergangspropheten vor 4, 5 Jahren das alles in keiner Weise vorhergesagt haben. Was jetzt sehr geballt auf uns zugekommen ist, uns auf Deutsch gesagt auf dem linken Fuß erwischt, weil wir die einzige Generation sind, die das alles noch nicht mitgemacht hat. Früher hat es alle 30, 40 Jahre einen Krieg gegeben, in dem alles zerstört worden ist. Und die Pandemien und so weiter, da könnten Sie hier in Wien ja ein besonderes Lied natürlich auch singen. Das war für die damaligen Menschen im Prinzip etwas Normales. Und heute ist das etwas vollkommen Verrücktes. Und wir haben in dieser Zeit auch auf der einen Seite gesehen, was man alles nicht kann. Beispielsweise, wenn man einmal das überprüfen würde mit den ganzen Prognosestellungen, die sich im Nachhinein doch in vielen Fällen auch von den besten Wissenschaftlern als falsch erweisen. Und dass sich dieses Wort Prognosen sind dann besonders schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen, das im Übrigen nicht auf Karl Valentin nur zurückgeht, sondern auf Niels Bohr, das war der Erste, der es gebracht hat, dass sich das vielfach bewahrheitet hat. Und da reiben wir uns die Augen. Auf der anderen Seite natürlich auch, dass auch in diesen Zeiten wieder das alte Wort von Heraklit vom griechischen Philosophen erfüllt wird, der eben gesagt hat, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Ich sage immer, der Krieg ist der Vater des Bösen, weil hier unter diesem Mantel alles enthalten ist, was es so Böses im Menschen gibt. Aber Heraklit hat eben gemeint, im Kampf der Gegensätze entwickelt sich der Fortschritt. Und das, denke ich mir, ist schon ein ganz wichtiger Gedanke, wie man mit diesen Problemen zurechtkommen wird. Also ich nehme jetzt praktisch das Schlusswort schon vorweg, aber ich sage dann schon noch was dazwischen. Nämlich, dass wir lernen müssen, glaube ich, gerade in diesen Zeiten auch, dass wir den Kampf der Gegensätze, der unterschiedlichen Meinungen als Wettbewerb betrachten und nicht als destruktive Aggression gegeneinander, wie es leider heute in der Gesellschaft doch häufig der Fall ist. Wenn es zu einem Wettbewerb der besten Ideen kommen würde, dann denke ich, wäre es etwas ganz Wichtiges, um diese schwierigen Zeiten letztlich besser zu meistern. Nun, psychologisch gesprochen könnte man sagen, das alles hat zu zwei Problemen geführt, nämlich zum einen zum Verlust des Urvertrauens. Also wir sind alle so sozialisiert und erzogen worden, dass wir Vertrauen haben konnten, eben in Frieden und in krankheitsarme Zeiten und so weiter. Das ist also massivst erschüttert worden. Das Urvertrauen, das in jedem Menschen innewohnt, bei uns bezieht sich Ur natürlich nur auf Zeit unseres Lebens. Und zum Zweiten zu einem Verlust der natürlichen Selbstverständlichkeit. Also es gibt ja diesen Begriff, dass für den Menschen irgendwie so etwas innewohnt, wie etwas, was er als normal empfindet. Und zu unserem Selbstverständnis hat eben das dazugehört, dass es keine Kriege mehr gibt und so weiter. Und das ist in massiver Weise angegriffen worden. Nun, der Titel meines Vortrages lautet ja Leben in verrückten Zeiten. Und dementsprechend ist es erforderlich, dass wir uns zunächst einmal ein bisschen Gedanken machen über den Verrücktheitsbegriff. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man im vergangenen Sommer ja in Österreich eine intensive Diskussion über den Normalitätsbegriff geführt hat, also wo man gesagt hat, sozusagen, wenn man jemanden als normal bezeichnet, ist das allein schon verrückt, sondern es ist einfach erforderlich, dass wir das sozusagen auf die richtige Ebene rücken und in die richtige Dimension hineinbringen. Und ich muss gleich dazu sagen, ich mag das Wort verrückt, verrückt gern. Also nicht nur, weil ich als Psychiater sozusagen von der Behandlung von als verrückt erklärten Menschen lebe, ich sage das jetzt ein bisschen ironisch, hoffentlich nicht entwertend, sondern einfach, weil es ein unglaublich starker Ausdruck ist, nämlich verrückt. Rücken. Das hat relativ viel zu tun mit Entrücken.
Und das ist überhaupt nichts Diskriminierendes, wenn man es wirklich so nehmen würde. Und in unserer Sprache verwenden wir ja auch das Wort verrückt ganz unterschiedlich. Also wir sagen, ja, das ist ein Verrückter, der gehört in die Psychiatrie und so weiter. Wir sagen aber auch, das ist ein verrückt guter Arbeiter beispielsweise oder ein verrückt guter Handwerker. Wir sagen, ich habe mich verrückt gefreut. Dann ist es ja nichts Schlechtes. Ich war verrückt verliebt. Wir verwenden diesen Begriff in unterschiedlichster Art und Weise. Und das deutet als eben darauf hin, dass letztlich dieses Wort neutral verwendet werden sollte. Und dann von seinem Ausdrucksgehalt her, denke ich mir, psychopathologisch ganz eindeutig und ein sehr schöner Ausdruck ist, und das wäre schade, wenn wir ihn nur pathologisieren. Meine These ist, wird lauten, dass der Mensch das Bedürfnis hat, sich immer wieder zu verrücken. Das heißt, er hat einen starken Drang danach, sich aus den Alltäglichkeiten, aus den Fesseln des Alltags, aus dem Gewöhnlichen heraus zu verrücken in eine Zeit, die für ihn anders ist und die ihm ein Stück weit Erholung oder möglicherweise auch Neuorientierung gibt. Etwas ganz, eine ganz harmlose Verrücktheit sind die Tagträume. Also wenn man sich in einen Tagtraum hineinsteigert, dann erträgt man oft die triste Wirklichkeit und das Grau des Alltages natürlich viel besser. Etwas, was ich vielleicht heute mit dem Herrn Lesacher noch pflegen werde als Vortragshonorar, das ist, dass man sich berauscht. Also das ist ja, es ist ja Aktion trocken und da darf man sich nicht, zumindest nicht exzessiv berauschen. Aber der Rausch ist natürlich etwas, wo wir uns herausrücken. Wenn also jemand am Freitagabend nach einer Woche, in der er gehackelt hat, als sich eben sagt, jetzt lege ich mir etwas zu, was mich herausnimmt aus all dem, enthält dieses Verrücken im Rausch ja viele Elemente der Selbstbestätigung, der Belohnung. Man belohnt sich für das, was man getan hat, aber natürlich auch des Narzisstischen sozusagen. Man rückt sich selbst hinein in eine andere Position, als man sie während der Woche gehabt hat, wo man also vielleicht nur ein Rädchen oder ein Chip war in einem großen Werk und jetzt ist man plötzlich jemand Besonderer. Das haben wir ja alle schon erlebt, dass der Menschen, für denen man gar nicht sicher gewusst hat, ob sie überhaupt reden können, dann plötzlich also das ganze Lokal frei halten und unterhalten und ähnliches. Und das ist offensichtlich für sie ein relativ angenehmer Zustand. Oder wenn wir uns fragen, warum nehmen denn die Menschen heute so viel Drogen? Darüber wird ja jeden Tag berichtet und wird geklagt und die Zuwachsraten sind tatsächlich, also sehr bedenklich, weil sie sich eben entrücken wollen, heraus aus dem, mit dem sie nicht so gut zurechtkommen. Eine andere Form der Verrücktheit, die ich Ihnen natürlich gönne heute Abend, wäre also zum Beispiel die Ekstase. Also wenn Sie, wie auch immer, jetzt in Ekstase geraten, verrücken Sie sich, Sie treten heraus. Und letztlich sogar das Wort Existenz ist ja nichts anderes als, das heißt übersetzt, heraustreten, also sich verrücken. Also Verrücktheit ist etwas, möchte ich sagen, durchaus Neutrales bis Positives, in vielen Fällen Positives. Und es ist auf jeden Fall etwas, was der Mensch braucht. Nun, damit wird dann natürlich auch manchmal ein gewisses Schindluder betrieben mit diesem Begriff des Verrücktseins, weil man eben letztlich den Bezugsrahmen nicht richtig herstellt, also den Normalitätsbegriff. Wie gesagt, im vergangenen Sommer ist das ja durch die Medien gegangen und da war man sich gar nicht sicher, was ist jetzt daran gestört und was ist nicht gestört und ist das etwas Tolles oder ist das etwas ganz Furchtbares und so Ähnliches, weil es nämlich auf der einen Seite den statistischen Normalitätsbegriff gibt, also das heißt, unsere Eigenschaften, unsere Körpergröße, unser Gewicht, unsere medizinischen Daten verteilen sich nach einer gaußschen Verteilungskurve und die 10% an beiden Enden, das sind eben dann letztlich statistisch gesehen die verrückten Anteile. Also das ist etwas rein Beschreibendes, etwas rein Vergleichendes.
Es gibt den medizinischen Verrücktheits- oder Normalitätsbegriff. Das ist eigentlich der Krankheitsbegriff. Was ist gesund und was ist krank? Auf den sind wir ja sehr stark fixiert. Wir haben ja nicht Kranken, wir haben ja nicht Gesundheitshäuser, sondern wir haben Krankenhäuser. Es gibt den idealistischen Normalitätsbegriff. Das heißt, was ist letztlich das Ideal der körperlichen Fitness, des Aussehens, der Kleidung, des Berufes, das wird als das Normale erklärt und alles, was davon abweicht, wäre dann ein Stück weit das Verrückte. Und ich glaube, etwas besonders Wichtiges wäre dann noch der lebensgeschichtliche Normalitäts- und Verrücktheitsbegriff. Also, das heißt, gibt es in meinem Leben, in meinem inneren Lebensplan und in meiner Lebensentwicklung einen Knick oder auch eine Aufwärtsbewegung, die mich herausrückt aus dem normalen Verlauf durch einen Schicksalsschlag im negativen Sinn oder durch einen Lottogewinn oder durch eine gute Partnerschaft sozusagen im positiven Sinn. Wir sind uns auch in diesem Begriff der Normalität oft nicht ganz sicher, also den betrachten wir durchaus auch ambivalent, wenn wir also zum beispielsweise sagen, das ist ein ganz stinknormaler Mensch. Da sagen wir nicht, das ist ein wohlriechend normaler Mensch, sondern ein stinknormaler Mensch. In der Psychopathologie gefällt mir diesbezüglich ein Ausdruck besonders gut. Das ist jener des Normopathen. Also man wollte damit dem Psychopathen, der jetzt zu einem Schimpfwort geworden ist, der Psychopath ist eigentlich ein persönlichkeitsgestörter Mensch, kein Kranker, aber das ist heute wie Hysterie halt so ein Schimpfwort geworden. Und dem hat man dann entgegengesetzt den Normopathen, also der vor lauter Normalität gestört und verrückt ist. Das ist im Prinzip ein schöner Ausdruck. Ich komme aus dem Alemannischen, wie man aus meinem Sprachakzent unschwer, glaube ich, erkennen kann. Und da ist das am häufigsten verwendete Wort, ist das Wort körig. Also körig, da steckt natürlich auch, also so wie es sich gehört, heißt es wörtlich übersetzt, aber da steckt natürlich auch ein Stück drinnen, hörig sein. Also man muss hörig sein, also man muss ein köriger Mann sein und eine körige Frau heiraten, man muss einen körigen Beruf haben, man muss körig Urlaub machen. Wenn man nicht ganz körig ist, dann gehört man in die Falduna, ins unser Landesnervenkrankenhaus, wenn man nicht körig im Kopf ist. Also man muss sich sozusagen angepasst verhalten an den Normen der Gesellschaft, an das Übericht, das uns von dort sozusagen vorgegeben wird. Ansonsten ist man nicht ganz normal. Nun kommt uns hier aber ein bisschen auch in die Quere, dass wir immer auch Genie und Wahnsinn, also Genialität und Verrücktheit nahe zueinander bringen. Es herrscht also diese These vor, jeder geniale Mensch ist auch ein psychisch Kranker, also ein Verrückter. Und das hat natürlich was für sich, das stimmt, aber er ist nicht krank, sondern er ist im positiven Sinn verrückt. Als im vergangenen Herbst, im vorvergangenen Herbst, unser österreichischer Landsmann Anton Zeilinger den Nobelpreis für Physik bekommen hat, da hat er gesagt, ja, das ist drum, weil es Menschen gibt, die an meine verrückten Ideen geglaubt haben. Also drum hat er den Nobelpreis bekommen, weil er eben sozusagen anders gedacht hat, herausgerückt in einer genialen Weise. Und das hat ihm dann also letztlich diese höchste Auszeichnung gebracht. Und als der berühmte österreichische Wissenschaftler Norbert Bischofberger, das ist übrigens ein Cousin von mir, wenn ich das noch etwas eitel anfügen darf, in Kalifornien, das ist der Tamiflu und Hepatitis C-Medikamente erfunden hat und vielleicht auch nochmal den Nobelpreis dafür bekommen wird, wie man den einmal gefragt hat in einem ORF-Interview, was ist denn der größte Unterschied zwischen der europäischen, österreichischen und der amerikanischen Wissenschaftslandschaft? Da hat er Folgendes gesagt, er hat gesagt, also dort ist man viel wissenschaftsgläubiger, man investiert viel mehr Geld als bei uns, ich glaube, das stimmt auch.
Man betrachtet es nicht als Problem, wenn jemand einmal gescheitert ist, sondern man sagt, das ist sozusagen eine Erfahrung, eine Chance, wenn er bankrott gebaut hat und ähnliches. Sie denken jetzt natürlich alle nicht an die Signa oder dergleichen, dass sich hier eine neue Chance auftut. Das will ich damit nicht gesagt haben. Aber er hat dann eben gesagt, weil man bei uns die Verrückten, also in Kalifornien, die Verrückten als die wertvollsten betrachtet und nicht einsperrt und nicht psychiatriert, wie das hier doch häufig noch der Fall ist. Und ein sozusagen Mensch, der mir auch nicht ganz geheuer natürlich ist, aber der als der Verrückte unserer Zeit schlechthin gilt, ist ja bekanntermaßen Elon Musk, der reichste Mann der Welt. Und der hat ja für sich selbst gesagt, ich bin verrückt. Ich leide an einer milden Form des Asperger-Syndroms, also Autismus und so weiter, weil ein normaler Mensch könnte nicht solche Gedanken haben und würde sich nicht in den Weltraum hinauf schießen lassen. Und ich habe mir dann damals schon gedacht, also die Krankheit möchte er mal für 4 Wochen haben oder für ein paar Monate oder dergleichen. Und ich muss immer, weil ich doch auch einen Zeitbezug herstellen will, an Folgendes zurückdenken. Als der Krieg ausgebrochen ist, als Russland also die Ukraine überfallen hat, da hat es natürlich großes Entsetzen gegeben. Auch das ist etwas, was zu unserer verrückten Zeit gehört. Und natürlich all die Überlegungen, wie könnte man dieses Problem lösen. Ich habe da natürlich auch meine Ansichten, meine psychiatrischen Ansichten. Aber Elon Musk hat damals vorgeschlagen, er hat also öffentlich weltweit hinaus posaunt, ich fordere Wladimir Putin zum Ringkampf auf. Ich glaube, Pankration hat er vorgeschlagen, das ist so eine Mischung aus Ringen und Boxen. Und der Preis ist die Ukraine. Und das hat er wirklich ernst gemeint. Er ist dann zwar weltweit gewarnt worden und manche Wohlmeinenden haben gesagt, ob nicht statt seiner doch vielleicht der Wladimir Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, in den Ring steigen sollte gegen diesen austrainierten Judoka Putin. Hätte der ehemalige Boxweltmeister, wahrscheinlich Schwergewichtsweltmeister, bessere Chancen gehabt. Aber ich meine, wir schmunzeln natürlich drüber, aber an sich ist der Gedanke verrückt genial. Nämlich das Ergebnis wäre wahrscheinlich dasselbe ungefähr, das dann irgendwann einmal herauskommen wird. Und dann hätte man letztlich sich erspart, dass tausende Menschen sterben, flüchten müssen, niedergemacht werden, sondern es wäre vielleicht ein Mann fürs Volk im schlimmsten Fall gestorben. Und wie gesagt, das, was dann herausgekommen ist, das wäre, glaube ich, ungefähr dasselbe. Meine Lösung, wenn ich das in Klammer hinzufügen kann, das gehört nicht genau zu diesem Thema, ist, oder mein Lösungsansatz wäre ein anderer. Ich glaube, man kann die großen Konflikte der Menschheit, das heißt, das glaube nicht ich, das sagen jetzt die Historiker, in vielen Fällen erklären durch die Demütigungshypothese, also durch die Kränkungshypothese. Also das heißt, dass die großen Kriege nicht ausgelöst worden sind durch die üblichen Verdächtigen, also durch ethnische, religiöse und sonstige Konflikte, sondern durch Kränkungen, durch Demütigungen, durch Kleinigkeiten. Also Beispiel, wie der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist. Sie wissen ja, da hat es ja auch keinen wirklichen Kriegsgrund gegeben. Es war eine aggressive Stimmung in der Luft. Aber was war der Auslöser? Das war, dass das kleine Serbien muss sterben, dem mächtigen Habsburgerreich, dem Thronfolger, der im Übrigen gar nicht beliebt war beim Volk. Also die Trauer war da sehr, sehr bescheiden, wenn ich einmal so sagen darf, weggeschossen hat. Und der greise Kaiser gesagt hat, das ist so eine Kränkung, so eine Beleidigung, so eine Demütigung, 20 Millionen Tote, wie er der Welt den Krieg erklärt hat. Und was ist im Übrigen passiert danach, als letztlich die Siegermächte etwas zu stark auf den Putz gehaut haben und Südtirol weggenommen und viele sehr kränkende Dinge gemacht? Naja, da ist einer gekommen, der hier in Wien auch erfahren hat, wie sich Kränkung anfühlt.
zweimal die Aufnahmeprüfung nicht geschafft in die Kunstakademie, Straßenmaler, dessen Bilder keiner gekauft hat, kein Dach über dem Kopf, Arbeiterwohnheim, keine Freundin, Kryptoarchist und vieles andere mehr. Der hat aus eigenem Erleben gewusst, auch jetzt will ich ihn nicht verteidigen, ich will es nur erklären, wie sich Kränkung anfühlt und dass man damit die Massen emotionalisieren darf. Und das hat er dann in äußerst verhängnisvoller Weise gemacht. Aus dem heraus meine ich, jetzt komme ich endlich wieder zum Schluss dieses Gedankengangs, glaube ich, wird man auch den Angriffskrieg eines narzisstischen Despoten auf ein kleines Land mit der Kränkungshypothese erklären, historisch. Also das heißt mit anderen Worten, man wird sagen, was wird in einem ausgemachten Narzissten vorgehen, wenn man ihm erklärt, dein Land ist nur mehr eine Regionalmacht, wenn man ihm die Raketen vor die Nase hinstellt, wenn man ihn auf die G7-Gipfel und so weiter nicht einlädt und so weiter. Also das kann ich Ihnen als Psychologe gleich sagen. Der wird eine Größenidee entwickeln und die heißt in seinem Fall halt Großrussisches Reich sozusagen. Damit will ich ihn nicht entschuldigen. Verstehen Sie mich noch einmal recht? Ich will es nur erklären und komischerweise. Dann höre ich wirklich auf damit, komischerweise, oder nicht komischerweise, eigentlich psychologisch erwartungsmäßigerweise haben diese narzisstischen Menschen Lösungen gehabt, Elon Musk, aber auch der türkische Staatschef. Der hat ganz am Anfang schon gesagt, ihr müsst eine Lösung finden, indem er das Gefühl hat, indem er das Gesicht nicht verliert, indem er, der Narzisst, nichts das Gefühl hat, ich habe sozusagen keinen Erfolg gehabt. Und das wäre natürlich, außer dass man das toxische Schweigen zunächst einmal durchbrechen müsste, wäre meines Erachtens die Lösung zum Problem. Aber Sie haben vielleicht auch bessere Lösungsvorschläge. Ich will nur so die Psychologie des psychologischen Hintergründe bei bösartigen Narzissten, die an Macht kommen, die sind ja alle nicht geisteskrank, erklären, wie das bei ihnen so abläuft. Nun, es hat schon der große Spötter George Bernard Shaw gesagt, wir brauchen dringend einige Verrückte. Schaut euch doch einmal an, wohin uns die Normalen gebracht haben. Und weil wir doch in einem christlichen, katholischen Rahmen hier heute sind, muss ich auch noch den holländischen Theologen Erasmus von Rotterdam, der ja auch in Wien gewirkt hat, teilweise zitieren. Der hat gesagt, die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit. Also der hat es psychologisch genau auf den Punkt gebracht, dass es die höchste Form eines gelungenen Lebens ist, wenn man nicht durchgehend verrückt ist und nicht zu 100%, aber zu einem gewissen Grad wir die Verrücktheiten brauchen. Sonst können wir nicht letztlich psychisch gesund leben. Und ich möchte, weil doch auch einige junge Zuhörerinnen und Zuhörer rund uns sind, Sie doch einmal fragen, was ist denn eigentlich, wenn Sie verliebt sind? Ist das nicht auch eine Verrücktheit sondergleichen? Also man ist plötzlich euphorisiert. Also man ist aus dem Trott des Alltags und aus der Resignation und aus der Langeweile herausgehoben in einen euphorischen Zustand hinein. Man interpretiert Dinge ganz anders. Man sagt plötzlich, warum hat er gelächelt, warum hat er genickt, warum hat er dieses oder sie dieses oder jenes getan. Man hat sozusagen so eine Art Warnstimmung und ähnliches, die allerdings vorübergehend ist und häufig leider auch mit einem negativen Ausgang endet. Aber das ist doch ein angenehmer Zustand des gesunden Verrücktseins, den ich nur wünsche, dass Sie in allen möglichst oft gehabt haben und vielleicht noch oft mitmachen. Also Verrücktheit ist etwas Positives und insofern könnte man sagen, wenn wir jetzt in verrückten Zeiten leben, ist das nicht von vornherein negativ, so bedrohlich es auch sein mag. Neben den von mir genannten aktuellen Entwicklungen und Umwälzungen hat sich auch die Gesellschaft gesamthaft in den letzten Jahren grundlegend verändert, was zu neuen Problemen geführt hat, natürlich aber auch zu Fortschritten, aber auf jeden Fall zu einem neuen Selbstverständnis und zu einem modernen Zeitgeist. Was ist der Zeitgeist? Der Zeitgeist ist die in einer gewissen Zeitphase, wo so wie jetzt vorherrschende Ausprägung der geistigen Orientierung, der Lebensstile, der gesellschaftlichen Ideen und der Werte.
Und das ist natürlich etwas, was verrückt ist gegenüber dem, was vorher war, natürlich auch gegenüber dem, was kommen wird, und ist immer letztlich entweder freudiger Zustimmung oder schroffer Kritik ausgesetzt, wie wir es heute haben. Ich habe ja selbst einige jetzt kritische Dinge angebracht bei verschiedenen Verrücktheiten, und die mediale Diskussion ist natürlich voll davon, indem sie diesen Lebensstil, jene Mode kritisiert oder begeistert feiert. Und so müssen wir uns also fragen, wenn wir in verrückten Zeiten leben, wodurch ist der heutige Zeitgeist bestimmt, also die heutige Normalität? Ist nicht die an sich schon etwas Verrücktes? Und ich glaube, da gibt es schon einige Strömungen, die man hinterfragen darf. Eine davon habe ich schon am ersten Vortrag genannt. Ich wiederhole es drum nur noch ganz kurz. Das ist die starke Tendenz, alles zu digitalisieren. Ein enormer Fortschritt, das bringt uns in eine ungeheure Position hinein. Wir können mit einem oder mit zwei Klicks mehr bewirken als früher, 10.000 Stunden Sklavenarbeit, lautet zum Beispiel eine dieser Berechnungen. Wir können die ganze Welt in uns hereinholen. Wir können uns durch Digitalisierung das Wissen, sozusagen das eigene Wissen ersparen. Sie übernehmen unsere Intelligenzfunktionen. Aber sie werden niemals die Emotionen nehmen können. Und ich darf noch einmal das Wort eines völlig unverdächtigen Wissenschaftlers Stephen Hawking wiederholen: Das Überleben der Menschheit wird davon abhängen, ob sie die Emotionen retten kann. Und damit haben wir ja heute große Probleme mit der Emotionalität. Die ist entweder völlig abgebrüht, abgeschirmt oder völlig übertrieben. Wenn Sie jetzt heute Abend noch irgendeine, weiß ich was, Deutschland suchen Superstar, oder ich glaube, die gehen dann auch auf irgendwelche Inseln oder Australien oder weiß ich was. Und dort ist das ja, ist die Emotionalität völlig übertrieben dargestellt. Da fällt man sich wegen Kleinigkeiten um den Hals und küsst sich ab und so weiter. Im Alltagsleben hingegen haben wir eher das andere Problem, dass Emotionalität nicht mehr zugelassen wird, dass die Maske der Coolness alles andere, vor allem dieses Bedürfnis nach Zugewandtheit, überdeckt. Das ist die Schwierigkeit. Die jungen Menschen verwenden ja neben den Lieblingswörtern, dass alles geil ist, also sozusagen anregt. Auch das ist ein Wunsch nach sich verrücken, seiner Emotionen, und dass alles krass ist. Verwenden sie ja hauptsächlich das Wort cool. Es ist alles cool, mega cool, auch bei Dingen, wo man eigentlich sagen müsste, hot, mega hot oder dergleichen. Es wird alles als cool bezeichnet, also diese Maske der verhaltenen, der nicht gezeigten Emotionalität, die ist heute ein gesellschaftliches Ideal. Und da lassen wir uns täuschen, dass dahinter Menschen stehen, die einfach dieses Urbedürfnis haben nach geliebt werden, nach wertgeschätzt werden, nach emotionaler Muttermilch, wie ich das nenne, nach Empathie, nach diesen Dingen, die man eben nicht digitalisieren kann. Wie gesagt, ich verwende halt oft Beispiele aus der Kriminalität, weil die besonders eindrücklich sind. Und weil die ganzen Menschheitsprobleme in verdichteter Form immer wieder bringen. Aber man hat letztlich bei den Schulamokläufern, bei denen hat man festgestellt, für mich eines der grauenhaftesten und unbegreiflichsten Verbrechen, dass ein junger Bursch mit 16 Jahren die Waffe seines Vaters holt, an die Schule fährt und dort 15, 16 Leute und sich selbst umbringt. Und da hat man festgestellt, die sind gar nicht sonderlich auffallend. Also da findet man keine hohen Raten an emotionaler Instabilität, an Borderline-Strukturen, an Dissozialität. Die nehmen mehr Koks und Cannabis, als es die jungen Leute halt heute tun. Die konsumieren nicht mehr aggressive Computerspiele und schauen nicht mehr Internetpornografie, als es halt üblich ist. Das Einzige, was sie unterscheidet, ist nicht erkannte Gekränktheit, weil hinter der Maske der Coolness das vollkommen verborgen bleibt, dass es sich um liebesbedürftige, verletzliche, kränkbare Wesen handelt. Und dieser verrückte Umgang mit der Emotionalität führt zu ähnlichen Problemen, nicht immer in dieser dramatischen Form. Ich habe selbst einmal
Sie haben sie freundlicherweise oder ja, freundlicherweise erwähnt, einen oder mehrere Amokläufer untersucht und leider großteils retrospektiv, weil sie sich ja selbst das Leben nehmen und bei einem besonders gründlich. Das war der Amoklauf in Winnenden, 16 Tote. Und wie dieser Fall verhandelt worden ist, da haben alle gesagt, letztlich, oder dieser Tim Kretschmer hat er geheißen, das war ein netter Kerl, sehr groß gewachsen, ein bisschen ungelenk, aber der war überhaupt nicht auffallend, der war nicht depressiv, der war wirklich ein umgänglicher Mensch und ähnliches sportlich und alles Mögliche. Aber alle haben gesagt, das Einzige, was ich für ihn eigentlich weiß, es war der beste Pokerspieler in unserer Schule. Das haben die Lehrer, die Mitschüler, alle haben das gesagt. Also das heißt, er hat das Pokerface sozusagen beherrscht und kein Mensch, nicht einmal seine wirklich gute Familie, der hat sehr gute familiäre Verhältnisse gehabt, im Gegensatz zur medialen Darstellung. Kein Mensch hat erkannt, dass dahinter offensichtlich irgendeine Kränkung passiert ist, die ihn zu dieser tödlichen Rache animiert hat, zu diesem Hass. Und warum fahren denn die alle an die Schule? Ja, das liegt auf der Hand, weil die Schule in diesem Lebensalter, ob sie will oder nicht, der Ort der meisten Kränkungen ist. Weil man halt schlechte Noten bekommt, weil man nicht auf die Party eingeladen wird, weil man keine Freundin hat, wie die Gleichaltrigen. Lauter Kleinigkeiten, solche Dinge. Und also, was hat das mit unserem Thema zu tun? Dass eben in unserer verrückten Zeit die Darstellung der Emotionen sozusagen nicht mehr so zugelassen wird, entweder vollkommen übertrieben und wirklichkeitsfremd gekünstelt oder in vielen Fällen überhaupt nicht. Und das glaube ich, daran müsste man wahrscheinlich gesellschaftlich ein Stück weit arbeiten. Als großer Fan der alten Mythen und Geschichten erzähle ich immer eine kleine Episode, wie man damals sozusagen mit der Emotionalität der Männer vor allem ganz anders umgegangen wird als Achilles. Der größte Held des Altertums, die Frauen kennen ihn wahrscheinlich eher als Brad Pitt, nehme ich an. Aber also der ein Massenmörder und ein Serienkiller und ein gewalttätiger Rächer war, schlimmer als Conan, der Barbar und Arnold Schwarzenegger zusammen. Als der seinen besten Freund Patroklos verloren hat, da hat er so heftig geweint, dieser große Held, dass heute noch ein Fluss fließt in Kleinasien, vom Tränenfluss, als bis heute anhaltend. Also mit dieser Übertreibung wollte man einfach zum Ausdruck bringen, auch ein Held darf Emotionen zeigen und muss Emotionen zeigen. Und das kratzt überhaupt nicht an seiner Männlichkeit, sondern das ist etwas, was eben zum Heldenbild sozusagen dazugehört. Und das haben wir heute nicht mehr. Das wollte ich jetzt mit diesen vielen langen Worten und Beispielen gesagt haben. Wir leben, und auch das ist eine Verrückung, im Zeitalter der Vernetzung und müssen uns da die Frage stellen, steht Vernetzung nicht auch der Autonomie gegenüber? Ist das große Netz etwas, was uns verführt oder ist es nicht auch etwas, was uns kontrolliert? Ist es beim großen Netz nicht so, dass die oberflächliche Kommunikation, also die wenig authentische, die wenig emotionale, gefördert wird und die echte Begegnung Mensch zu Mensch und Face to Face zu kurz kommt? Ist es ein Beherrschen des Netzes, was einem narzisstisches Hochgefühl gibt? Oder ist es ein Zappen im Netz? Normalerweise mit einem Netz fangen wir Fische, Vögel, manchmal auch Menschen. Und ist es die unendliche Freiheit, die uns das Netz verspricht, oder ist es eine besondere Form des Kontrolliertwerdens und des Gefangenseins? Diese Fragen, glaube ich, muss man sich, ohne dass ich jetzt technikfeindlich wäre, ich genieße diese Dinge ja auch und bestaune sie und begreife sie gar nicht. Aber diese Fragen müssen wir uns, glaube ich, stellen. Etwa auch, warum, auch das ist etwas Verrücktes, die neuen Suchtformen und die häufigsten Suchtformen zwei sind, an die Sie jetzt wahrscheinlich primär gar nicht denken. Das eine ist eben die Internetsucht, die bei jungen Menschen schon immer ein größeres Problem wird, dass sie nicht mehr so in der Realität leben können, sondern also sich nur noch wohlfühlen, wenn sie sich digital bewegen. Und das andere ist die Ich-Sucht. Der Narzissmus ist, glaube ich, die häufigste Suchtform der heutigen Zeit und nicht die Kokain und Cannabis und was es sonst noch alles gibt.
Die Globalisierung, auch eine Verrückung gegenüber vor 100 Jahren, bedeutet natürlich auch einen Verlust der äußeren und der inneren Heimat und auch einen gewissen Werteverlust. Und das sage ich jetzt ganz offen, wiederum ohne das politisch werten zu wollen. Aber ich glaube, diese Diskussionen, die man derzeit betrifft mit der Zuwanderung, mit den Asylanten, mit den Ausländern und so weiter, die in vielen Bereichen auch sehr inhuman ist. Aber man vergisst dabei, glaube ich, manchmal auch auf die Angst des Heimatverlustes der einheimischen Bevölkerung. Weil das regt natürlich tiefenpsychologisch sehr, sehr tiefliegende Schichten an. Der erste Heimatverlust ist ja, wenn wir durch eine klaustrophobe Attacke aus der vollkommenen Geborgenheit und Nähe und Versorgtheit hinausgestoßen werden in eine kalte, lichte, grelle, laute Welt. Das ist sozusagen eine der Urängste des Menschen. Und ich glaube schon, dass das in dieser Diskussion neben den anderen Dingen, den schlechten Dingen, den Ressentiments und so weiter, aber auch eine gewisse Rolle spielt. Ich sage es nur ganz neutral von der psychologischen Seite. Wir haben ein neues Über-Ich geschaffen. Wir fragen nicht mehr, was sagt die Moral und was sagen die Gebote und was sagt der Seelsorger und Ähnliches, sondern wir fragen uns immer, was sagt die Community. Also es heißt dann immer, die Community sagt dieses und jenes. Wer das genau ist, das habe ich bis heute nicht so richtig begriffen, weil ich glaube, da kann man sich halt herausholen, wenn man dafür hält, weil es dort auch sehr viele differenzierte Meinungen gibt und keine demokratischen Abstimmungen. Aber wir sind sehr stark darauf programmiert, was sagt das Netz, von wem bekomme ich wie viele Likes. Und dass das einen gewaltigen Einfluss hat auf das menschliche Verhalten, sieht man ja auch an diesen Suizidtragödien, dass sich eben Menschen, denen dieses neue Über-Ich besonders wichtig ist, in den Tod treiben lassen und nicht mehr weiterleben wollen, wenn sie dort auf diese neue Art und Weise beispielsweise gekränkt werden. Der Fall der oberösterreichischen Ärztin vor 2 Jahren war dafür, denke ich mir, ein beredetes Beispiel. Und EU-weit gibt es Berechnungen, dass jährlich mindestens 20 Suizide von unter 14-Jährigen, darauf zurückzuführen sind, dass sie im Internet sich gemobbt fühlen oder dort diskriminiert fühlen und sozusagen diesem neuen Über-Ich, diesem verrückten Über-Ich mehr Bedeutung zumessen als dem herkömmlichen, als ihren Eltern und Erziehern beispielsweise. Ein Hauptproblem der heutigen Zeit oder vielleicht nicht einmal ein Problem, aber etwas, denke ich mir, wirklich Verrücktes ist die Demokratisierung des Narzissmus. Der Herr Lesacher hat schon gesagt, das Thema ist für mich ein besonders wichtiges, aber ich will es auch sehr neutral behandeln und gleich vorweg sagen, Narzissmus ist nichts Schlechtes, schlecht ist nur die Dosis. Für die Zuhörer im ersten Teil habe ich das ja schon ein bisschen ausgeführt. Ich darf es aber kurz wiederholen noch einmal. Narzissmus bedeutet, dass ich in einem hohen Maß egozentrisch bin. Ich glaube, man kann sich es am besten merken mit 5 großen E. Jenseits aller wissenschaftlicher Definitionen, der narzisstische Mensch ist egozentrisch, also er erlebt alles aus der Ich-Perspektive, die Ego AG in den Mittelpunkt. Ich er am allerichsten ist das Lebensprinzip. Der Narzisst, zweites E, ist ein Mensch, der eigensüchtig ist und nicht eigenliebend. Das wird immer falsch übersetzt. Man sagt immer, ein Narzissmus ist Eigenliebe. Das ist falsch, weil ein Narzisst kann gar nicht lieben, andere schon gar nicht und sich selbst auch nicht. Es ist Sucht. Seine Drogen heißen nicht Kokain und Cannabis, sondern seine Drogen heißen Bewunderung. Bewunderungspflicht, die er auslöst in der Umgebung. Und wie jeder Süchtige kann er davon nicht genug kriegen. Die Sucht ist bekanntermaßen die Krankheit des Nicht-Aufhören-Könnens und die Krankheit des Nicht-Genug-Kriegens und gibt aber keine echte Emotion, sondern ein rauschartiges, verrücktes Gefühl sozusagen.
Und dementsprechend können wir hier, wie gesagt, nicht von dieser falschen Definition der Eigenliebe sprechen. Das dritte E wäre der Empathiemangel. Der Narzisst hat viel zu wenig Empathie. Das vierte wäre, dass er andere Menschen immer entwerten muss. Der Narzisst ist nicht damit zufrieden, dass er selbst so toll und so großartig ist und das schönste Auto und der tolle Uhr hat und so weiter, sondern er muss andere niedermachen. Warum? Weil er von der Psychologie des einäugigen Königs beherrscht wird. Der Einäugige ist bekanntermaßen nur dann King, wenn er was um sich hat, lauter Blinde. Dementsprechend muss der Narzisst letztlich die Menschen entwerten, damit er selbst in seiner Jämmerlichkeit, er ist innerlich ein Komplexhaufen, darum braucht er die schöne Fassade, damit er in seiner Jämmerlichkeit sozusagen der große bewunderte Star bleibt. Das ist eben ein ganz wesentlicher Teil des Narzissten, dass er die Mitmenschen dauernd entwerten muss, niedermachen muss. Das geschieht heute häufig in Form von ironischen oder von sarkastischen oder von zynischen Bemerkungen. Und an dem gehen dann sehr viele Partnerschaften natürlich auch zugrunde, wenn zu mir Menschen in die Partnerschaftstherapie kommen. Wie gesagt, meistens ist es dann eh schon zu spät. Aber dann sagen sie am Anfang halt immer, ja, wir haben uns auseinandergelebt und wir gehen jetzt eigene Wege und so weiter. Und wenn man dann etwas weiter fragt, dann kommen immer drei Worte daher. Es kommt daher, ich bekomme keine Wertschätzung mehr. Es ist alles selbstverständlich, was ich tue. Man sieht es nicht, wie ich mich anstrenge und welche Hausarbeit ich zum Beispiel jeden Tag mache. Und als drittes fügt man dann immer noch hinzu und zu ihnen gesagt, ganz vertraulich, mein Partner ist ein wahnsinniger Narzisst. Und das ist eben beim Narzissmus, wenn ich das noch kurz sagen darf, das Problem. Am Anfang wird er bewundert. Er ist faszinierend, wie das narzisstische Kind im griechischen Mythos, die ganze Welt kommt und sagt, das wunderbarste Kind der Hollywood-Star in der Wiege sozusagen, der hier geboren ist. Im Lauf der Zeit kommt man damit nicht mehr zurecht, vor allem, weil der Narzisst seine Umgebung dauernd niedermacht, weil er jede andere Meinung als Majestätsbeleidigung betrachtet, weil er extrem kränkbar ist, weil er letztlich die anderen Menschen mit modernen, sozusagen intelligenten Methoden entwertet. Das sind Zynismus, Sarkasmus, also Bemerkungen, die im Prinzip, wie der Name ja schon sagt, uns gemein sind. Und das macht auf Dauer natürlich niemand mehr zu. Kurzum, dieser Narzissmus hat sich in der Form verrückt, dass er ursprünglich eine schwere Sünde war und nur den Mächtigen und Reichen vorenthalten. Später eine psychische Störung durch ein ganzes Jahrhundert und heute ist er ein gesellschaftliches Ideal. Heute wollen die Menschen narzisstisch sein. Ich habe kürzlich einmal ein Seminar gehalten bei hoffnungsvollen jungen CEOs und Zukunftsunternehmern großen Stils und in der Pause haben zwei über ihren nicht anwesenden Chef geschimpft. Ich war Ohrzeuge dieses Gespräches. Dann haben sie halt gesagt, dass der von Computern nichts versteht und überhaupt als ein Idiot gleichen Ranges ist. Und das hat sich im Bürgersteiger am Gipfel dieser Skala hat einer gesagt, dann sagst du was, das ist der richtige Pseudonazist. Und ja, aber seine Empörung lag nicht auf dem Wort Narzisst, sondern auf dem Wort Pseudo. Also der möchte auch gern wir sein und mal das schaffen, sozusagen. Ja. Also ich finde, ich muss ja immer ein bisschen auch auf dieses Haus und auf die katholische Einrichtung Bezug nehmen. Und ich muss sagen, dass die beste Definition, die es von Narzissmus gibt, kommt auch von einem Theologen, wie im Übrigen auch der derzeitige Papst Franziskus, der gesagt hat, die Krise der Religionen ist eine Krise der narzisstischen Theologie. Der hat ja oft über Narzissmus gesprochen, hat gesagt, es kommt Konklave, da sind ein Haufen Greise, oder hat er sklerotische Narzissten, hat er wörtlich gesagt und so weiter. Und aber das hat er völlig richtig erkannt, wenn man nur seine eigene Suppe kocht und die anderen entwertet, dann führt das zur Krise.
Also wenn der Papst das sagt, wird es so stimmen, der ist so unfehlbar. Aber die beste Definition, das wollte ich eigentlich sagen, kommt von jemand anderem, nämlich von Karl Rahner, diesem Konzilstheologen aus Münster bzw. Innsbruck. Der hat gesagt, und ich kenne in der ganzen medizinischen, wissenschaftlichen Literatur keine Definition, die so prägnant und so großartig und so kompakt ist. Der hat gesagt, ein Narzisst ist ein Ofen, der nur sich selbst wärmt. Damit ist alles gesagt, was es zu sagen gibt. Ein weiterer Punkt unserer verrückten Zeit, langfristiger Entwicklung, ist der starke Optimierungszwang, dem wir unterliegen. Es werden Schönheitsideale vorgegeben, die kein Mensch erfüllen kann. Das führt dann dazu, dass die Menschen in vielen Fällen Minderwertigkeitsgefühle bekommen, Selbstwertzweifel, die hingehen können bis zu diesem berühmten Dysmorphophobie-Syndrom. Das ist die Angst, körperlich nicht gut auszusehen, missgestaltet zu sein, mit einer extrem hohen Suizidrate verbunden. Manchmal nimmt das direkt wahnhaften Charakter an und ist eben darauf zurückzuführen, dass man halt eben sagt, aber da und diversen Internetchats und so weiter, da wird doch etwas ganz anderes vorgegeben, dass wir, wie fit wir sein müssen, dass wir die und die Leistung erbringen müssen. Das alles wird uns eingehämmert ein Stück weit und natürlich können wir das nicht erfüllen und führt dazu, dass Versagensängste in unserer Zeit zugenommen haben, und das müssen Sie mir glauben. Die Angsterkrankungen haben schon vor der Krisenzeit eine explosionsartige Vermehrung erfahren, was ja vollkommen verrückt war, weil wir ja in einer absolut sicheren Zeit bis dahin gelebt haben. Und warum sollte dann gerade die Krankheit der Unfreiheit zunehmen? Ich glaube, also meine These ist, weil eben die Versagensangst durch diesen enormen Druck, durch diesen Leistungsdruck, durch den Optimierungszwang sozusagen geradezu provoziert wird. Es gehört zu unserem Zeitgeist, auch das ist für mich vollkommen verrückt, dass wir alles vermessen, was es überhaupt zu vermessen gibt. Ich wollte kürzlich einmal eine Uhr kaufen. Ich bin ein begeisterter Bergwanderer, muss ich dazu sagen. Wollte eine Uhr kaufen, die mir einfach die Höhe auch noch zusätzlich anzeigt. Das war vollkommen unmöglich, weil jede hat tausend andere Funktionen gehabt: Schrittezähler und Atmungszähler und EKG und Blutdruck und alle diese Dinge, mit denen ich nichts anfangen kann. Warum ist das schlecht? Vermessen heißt natürlich, man wird seiner Freiheit beraubt, man wird ständig überwacht, man wird ständig kontrolliert, man unterwirft sich ständig irgendeinem Zwang und das fördert zwei psychologische Dinge. Auf der einen Seite die Zwanghaftigkeit, die wird dadurch natürlich, Zwangsstörungen haben auch eine recht hohe Prävalenz und sind extrem schwer zu behandeln, weil eben dieser Kontrollzwang sich überträgt. Und das andere ist die Versagensangst. Ich kann dem allem nicht gerecht werden. Was bin ich für eine Flasche? Und es verhindert natürlich ein Stück weit auch etwas, was urmenschlich wäre, nämlich es tötet unsere Instinkte. Der Mensch war ursprünglich ja mal mit sehr vielen Instinkten ausgestattet, die er gebraucht hat zum Überleben. Die sind dann im Laufe der Zeit alle abgebaut worden. Und ich glaube, die letzten, die man noch hat, die emotionalen Instinkte, die werden dadurch, dass der Computer das ja viel besser weiß und einem viel besser sagen kann, letztlich auch abgetötet. Es wird alles vermessen, vom Waschbrettbauch zum Schrittezähler bis zum Kalorienverbrauch, bis zur Schlafzeit und vielem anderen mehr. Das Gegenteil davon ist die Überschleunigung. Das heißt, verrückt ist, dass wir heute nicht in den Zeiten des Eustresses leben, sondern des Düstresses. Eustress heißt, ich bin gut drauf, ich habe einen Mordsdrive, ich segle mit dem Wind im Rücken. Heute haben wir eher das Gefühl, ich habe ständig Gegenwind. Und das nennen wir dann Düstris. Also das heißt, es bereitet sehr vieles Anstrengung. Ich muss mich überwinden. Ich gerate in einen Stress hinein, der sich niederschlägt, in schlechter Form auf den Blutdruck, auf die Herzfrequenz und auf verschiedenes andere mehr. Jetzt haben Sie natürlich aus dieser Äußerung gehört, dass ich ein
ein Bergler bin. Ich stamme aus dem hinteren Brienzer Wald. Ich bin also ein Hinterwälder, weil sonst hätte ich Ihnen natürlich richtig gesagt, der wahre Düstres ist nicht der Gegenwind, sondern überhaupt keinen Wind zu haben, der Passivstress. Aber den haben wir heute, glaube ich, nicht so häufig. Ich habe manchmal, wenn ich zu den unglücklichen Menschen gehöre, die mit der ÖBB fahren und zu den 2,5% gehören, wo die Züge zu spät sind. Die bin immer komischerweise dort drinnen, glücklicherweise heute nicht. Und da bekommt man einen unglaublichen Passivstress. Das wollte ich noch sagen. Man kann nichts tun, man muss überhaupt nichts tun, aber man wird wahnsinnig dabei. Also, wir leben in einer Zeit der Überschleunigung. Alles wird exzessiver, alles extremer. Man muss alles hineinstopfen. Man hat einen enormen Lebenshunger entwickelt in der heutigen Zeit. Und was ist das psychologisch? Das ist nicht ein Zeichen der Vitalität, sondern es ist ein Zeichen der Angst vor dem Tod, den wir auch nach Möglichkeit zu verdrängen versuchen. Der muss klinisch in reiner Form jetzt vor sich gehen und man darf damit nicht mehr allzu viel zu tun haben. Dabei geht die Trauerarbeit verloren, die absolut notwendig ist. Es gibt das Trauerjahr nicht mehr. Und es sind diese Dinge, die letztlich dazu führen, dass die Wunden wieder verheilen können, die kommen meines Erachtens viel zu kurz. Wenn wir uns beispielsweise überlegen in Vorbereitung auf den kommenden Sommer, was die ehemalige Sommerfrische, was aus der ehemaligen Sommerfrische am Semmering oder bei den Kärntner Seen, was aus der geworden ist, im Prinzip eine einzige Stressphase. Also man muss schon ein exotisches Ziel aussuchen, weil sonst, man darf ja nicht sagen, ich fahre Südtirol oder in die Wachau. Man begibt sich dann in einer Zeit, in der die Menschen dort wünschen, bei uns zu sein und von Gebirgsbächen und rauschenden Wäldern träumen, begeben wir uns in die Hitze und zu den Waldbränden hinein. Und dann gibt es keinesfalls die Erholung. Dann gibt es das Aktivitätsprogramm, das Fitnessprogramm, das Kulturprogramm, das Abenteuerprogramm und alles Mögliche, sodass der Urlaub also dann zum Gegenteil wird, der Zeit der Sommerfrische und der Erholung, zu einer Zeit des Stresses und, was jetzt sozialpsychologisch und Wichtigkeit ist, auch dazu führt, dass der Urlaub jene Zeit ist, in der die meisten Scheidungswilligen den endgültigen Entschluss fassen. Warum? Weil es das ganze Jahr heißt, ich habe so wichtig, ich habe keine Zeit und im Urlaub reden wir dann miteinander in einer Mahlzeit. Und dann ist natürlich die Entscheidung, ist die Enttäuschung entsprechend groß. Und dadurch wird durch dieses falsche Ideal, durch diese falsche Form der Lebensführung letztlich etwas Wohltuendes in einen unguten Zustand verrückt. Ich möchte weiters noch erwähnen, die Radikalisierung der Sprache. Davon lesen wir jeden Tag, aber auch das kennzeichnet unseren Zeitgeist, dass man die Dinge in ganz schwarz oder ganz weiß darstellt. Es gibt nicht mehr die differenzierten Töne dazwischen. Dabei hat schon Friedrich Nietzsche gesagt, die reife Sprache zeichnet sich durch die Kunst des Nuancierens aus. Die reife Sprache zeichnet sich durch, und das reife Denken zeichnet sich durch die Kunst der Nuancen sozusagen aus. Und das ist heute verloren gegangen. Es wird immer wieder beklagt, am meisten für denen, die selbst diese Radikalsprache dauernd verwenden. Und als Psychiater kann ich nur sagen, alles, was auf die Radix zurückgeht, auf die Wurzel, ist psychologisch bedenklich, weil das deutet immer auf eine frühe Störung hin, also auf eine Störung, die entweder schon im Mutterleib oder im ersten Lebensjahr sozusagen geprägt wird. Solche Menschen neigen dann, ich sage es jetzt ein bisschen vereinfacht, neigen dann später zu diesem radikalen Denken und zum radikalen Sprechen, dass er sehr viel anrichten kann. Wir haben eine Spaltung der Gesellschaft mit einer Unkultur der Beschämung, mit einem Verlust des Ehrbegriffs. Auch das ist etwas Verrücktes, dass man sich in Wien vor 150 Jahren, wenn man sich in der Ehre gekränkt gefühlt hat, duelliert hat. Eine Entscheidung auf Leben und Tod. Wenn Sie sich heute in Ihrer Ehre gekränkt fühlen, kann ich Ihnen nach viel jähriger Gerichtserfahrung nur den dringenden Rat geben, klagen Sie ja nicht. Weil Ihre Chance, dass Sie Recht bekommen, liegt unter 1%.
unter 1%. Sie haben das gesehen am Beispiel der deutschen Grünen-Politikerin Renate Künast, die man wirklich auf die widerlichste Art und Weise bedroht, beschämt, belästigt und so weiter hat. Und die, ich muss schon sagen, so naiv war zu klagen und wo dann halt der Berliner Gericht erklärt hat, na, das muss man aushalten und in unserer heutigen Zeit ist das doch normal und man wird doch noch seine Meinung sagen dürfen und ähnliches. Und das ist, denke ich mir, auch im Umgang mit Asylanten, mit Flüchtlingen ein ganz wichtiger Gedanke, dass bei denen der Ehebegriff ein ganz anderer ist als bei uns. Gastfreundschaft und andere Dinge, andere Formen des Ehebegriffes, dass es dort natürlich oft auch in die andere Richtung natürlich geht. Es gibt ja weltweit mehr als 10.000 Ehrenmorde. 98,5% der Opfer sind Frauen, nur weil sich die Familie irgendwie in die Ehre gekränkt hat. Das ist natürlich auch nicht gut. Aber wenn der Ehebegriff wie im heutigen Zeitgeist überhaupt nicht mehr Platz hat und vorkommt, ist das meines Erachtens psychologisch keine gute, sondern eine negativ verrückte Entwicklung. Wir haben, und dann höre ich bald auf mit dem Jammern, aber der Blick hat sich vollkommen fokussiert von den Alten weg auf die Jungen. Also Sie wissen, nee, das muss ich jetzt nicht ausführen, die Werbung, alles ist ganz stark jugendgeprägt. Und dabei tragen wir der Entwicklung, dass die Alten immer mehr sein werden, dass bis im Jahr 2050 jeder Dritte alt ist, keine Rechnung mehr. Und die Jungen für heute sind natürlich die Alten von morgen. Und wir Alte für heute sind, das will ich jetzt nicht weiterdenken. Aber diese Verrückung des Blickes, die müsste wieder ein Stück weit korrigiert werden. Also da müsste wieder ein Stück weit, jetzt fange ich an zu predigen, letztlich wieder, du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass du lange lebst und das dir wohlergehe auf Erden. Also das wäre eine gute Lebensversicherung. Heute schieben wir die Alten ab. Niemand mehr will sie pflegen, auch wenn die Bezahlung besser wird. In manchen Ländern werden sie, ich muss es leider so zynisch und so brutal sagen, entsorgt, klinisch sauber, letztlich entsorgt. Das letzte Problem, das ich noch ansprechen will, als 13., glaube ich jetzt, das ist ein bisschen die Überindividualisierung, der Rückzug auf sich selbst. Das heißt, mit dieser starken Betonung der Individualisierung, die ja gut ist, die in einer bestimmten Dosis den Selbstwert steigert, kommt es natürlich dazu, dass die Menschen autistischer werden und letztlich wird es auch zur Vereinsamung beitragen. Und ich bin fest der Meinung, dass die Frage der Vereinsamung, Sie haben jetzt wahrgenommen, ich sage nicht der Einsamkeit. Einsamkeit ist ja toll, nur in der Einsamkeit kann man Großes schaffen. Aber Vereinsamung im Sinne von Verlassensein wird das große Problem, eines der großen Probleme unserer Gesellschaft. Vor der Pandemie hat man in Japan ein eigenes Ministerium für Einsamkeitsbekämpfung geschaffen. Dort ist die Bevölkerung ja auch überaltert. In Holland einen eigenen Staatssekretär. Und in Tokio hat man eine Weltkonferenz gegen die Vereinsamung gehalten. Also das wird ein ganz enormes Problem auch bei uns werden und hat eben viel zu tun mit dieser starken Individualisierung als eines der verrückten Zeiten unserer Zeit. Nun, meine Damen und Herren, ich glaube, es gibt auf diese Entwicklungen natürlich eine Reihe von psychischen Reaktionen, Verunsicherung, Identitätsverlust, Angst, natürlich auch Depressionen. Warum wird die Depression bis im Jahr 2050 die häufigste medizinische Diagnose überhaupt sein? Auch das ist verrückt, das kann man sich ja gar nicht erklären. Da geht es uns so gut wie noch nie. Da haben wir Vergnügen rund um die Uhr. Da haben wir genügend Licht, dass wir überleben können und nicht depressiv werden und vieles andere mehr. Und wir werden depressiv. Ich meine, eben mit diesem Gefühl des Nihilismus, mit diesem Gefühl der Vereinsamung. Und das sind eben die negativen Verrückungen, die der heutige Zeitgeist mit sich bringt. Eine Störung, die mir natürlich besonders am Herzen liegt, ist letztlich die Sucht. Ich war viele Jahre lang Chefarzt eines Suchtkrankenhauses und auch das kann man sich ja schwer erklären, warum denn heute die Sucht so eklatant zunimmt. Ich glaube, es hat relativ viel damit zu tun mit der Selbstheilung.
Also mit dem Gefühl, sich selbst heilen zu müssen. Kokain löst Depressionen, Alkohol macht gleichgültig, Medikamente lösen die Angst und so weiter. Alle Drogen geben oder viele Drogen geben auch dieses Gefühl, dass man zusammengehört, dass man gemeinsam einen Joint raucht und ähnliches. Und das ist an sich noch nichts Schlimmes. Das Problem ist, dass die Schweizer Soziologin Maria Cajatta auf den Punkt gebracht hat. Sie hat gesagt, wir steuern auf eine Gesellschaft zu, die nicht trotz der Drogen funktioniert, sondern nur noch wegen der Drogen. Eine Umkehr, eine völlige Verrückung. Sie funktioniert nicht trotz dieser großen Drogengefahren, sondern wegen. Also, dass wir Braindoping betreiben müssen, dass wir alles und jedes, was wir fühlen, was wir denken, was wir handeln, was wir sporteln, letztlich mit Drogen zumindest verbessern müssen. Ich will zum Schluss ein paar Maßnahmen schlagwortartig vielleicht sagen. Der Herr Magister Lesacher schaut mich zurecht mit Blick auf die Uhr an. Ich komme wirklich gleich zum Schluss. Also, ich glaube, es ist wichtig, dass wir in dieser Zeit, die wie gesagt auch viele Chancen bietet, die Urbedürfnisse retten, nämlich und befriedigen. Und das sind nichts anderes als diese berühmten drei großen Z. Wir brauchen menschliche Zuwendung, also nicht nur digitale. Wir brauchen Zärtlichkeit, ist gleich Emotionalität, emotionale Muttermilch. Und wir brauchen Zeit. Das ist eines der Hauptprobleme, dass wir immer weniger Zeit haben. Das ist doch ein moderner Gruß geworden. Du, ich habe keine Zeit, ich habe einen Stress. Damit signalisiert man dem anderen ja auch gleich, du bist mir dann doch nicht so viel wert, dass ich für dich mein kostbarstes Gut ärgere. Es ist wichtig, dass wir den Selbstwert und die Autonomie bewahren. Dass es eben nicht zu dieser Vereinsamung kommt, dass wir eben diesen Satz bei Lukas 6, 31 aus der Bergpredigt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, dass wir den im zweiten Teil auch wieder ernst nehmen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir wieder lernen zu sprechen. Man kann ungefähr sagen, ich will jetzt nicht die Untersuchungen wiederholen, aber in mindestens 35% der Partnerschaften wird schon seit mindestens 3 Monaten nicht miteinander geredet. Also der 30-jährige Krieg, der ist, was das Schweigen betrifft, ist so. Und was das Schweigen auf höchster Ebene zelebriert wird, das bekommen wir ja jeden Tag leider mitgeteilt. Also wir müssen wieder sprechen lernen. Im Anfang war das Wort, heißt der erste Satz des Johannesevangeliums. Ich glaube, wir sollten uns wieder mehr zum Psychischen zuwenden. Warum gehen denn die Leute auf den Jakobsweg? Ich fürchte, als guter Katholik, als hoffentlich guter Katholik, nicht, weil jetzt alle so religiös geworden sind, sondern weil sie spüren, dass das auch ein Wandern nach innen ist. Das ist ein Wandern nach innen und tut einem irgendwie gut. Das sagen alle, die den Jakobsweg gehen. Und das ist bitte kein moderner Hype. Das ist etwas, das jetzt seit 25 Jahren mit steigenden Zahlen nicht enden wollen für uns ist, weil sie eben spüren, dass das Wandern, das würde ich Ihnen auch nur schnell empfehlen, dass das sehr viele psychische Funktionen hat. Wir sollten Breaks einlegen. Auch uns aus dem großen Netz heraus verrücken. Wir sollten durchaus auch Verrückungen der genannten Art pflegen, aber halt so, dass wir dabei nicht zu Schaden kommen. Ich glaube, wir sollten die Instinkte retten und wir sollten eine Kultur der Wertschätzung wieder pflegen. Also da erlebe ich schon einen gewissen Umbruch. Meine Vorträge über Wertschätzung, Anerkennung, die sind wirklich auch sehr gefragt, nicht wegen mir, sondern wegen der Wichtigkeit dieses Themas. Das ist auch in den großen Firmen derzeit ein wahnsinnig beliebtes Thema. Warum? Weil eben die Mitarbeiterzufriedenheit, die Haltequote der Mitarbeiter etwas sehr Wichtiges ist und für diesen viel mehr geschätzt wird als zum Beispiel gute Bezahlung. Ich meine, es wäre auch ganz wichtig, und da muss ich doch auch Medienpolitik etwas erraten, dass wir wieder lernen, richtig zu kritisieren. Letztlich geht es immer darum, mehr Gelassenheit zu entwickeln. Das ist das Ziel der buddhistischen Religion, das ist auch das Ziel der christlichen Mystik. Gelassenheit heißt nicht Gleichgültigkeit, sondern Gelassenheit heißt über den Dingen stehen und loslassen können. Wenn ich nicht loslassen kann, bin ich natürlich ein Burnout-Kandidat ersten Ranges.
Es geht letztlich immer darum, die Empathie zu retten, wie dies Meister Eckhart gesagt hat. Und mit diesem Zitat will ich schließen, vor dem Hintergrund der Erkenntnis, dass die verrückten Zeiten, in denen wir heute leben, im Prinzip die normalen Zeiten sind. Und dass die normalen, wenn man es geschichtlich betrachtet, die wir alle miterleben durften, eigentlich langzeitlich betrachtet, die tatsächlich verrückten Zeiten sind. Meister Eckhart hat also vor 800 Jahren gesagt, vor 900, die wichtigste Stunde ist immer die Gegenwart, der bedeutendste Mensch immer der, der dir gerade gegenübersteht oder neben dir sitzt, und das notwendigste Werk ist immer die Liebe. Vielen Dank.